So, die Aufnahme beginnt in 3, 2, 1, jetzt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Assassin's Creed. Und da wir nach wie vor immer noch die Aufnahme bearbeiten müssen, in der uns 3 Stunden Kommentarspur verloren gegangen sind, geht's wieder weiter als Commentary-Video, obwohl ich es als Let's Play bezeichne. Der verdammte Narr, falsche Produktbezeichnung. Naja, gut. So, wir haben uns den... Ja, ich denke nicht. Wir haben uns in der letzten Folge damit beschäftigt, dass wir die YouTube-Kommentare so ein bisschen durchgeackert haben. Da würde ich sagen, dann fangen wir jetzt einfach in der Session an mit dem Zeug, was auf Twitter losging. Und für alle, die es ein bisschen merkwürdig finden, dass ich das nicht ganz so, also dass ich das Gameplay jetzt nicht ganz so durchkommentiere, es wird auch wieder eine andere Zeit geben. Ja. Ansonsten schaut euch einfach die Aufnahme an, wo es funktioniert hat. Übrigens, nach wie vor, was man hier auch gerade wieder sieht, ey, es ist eine Top-Grafik. Nach wie vor noch. Das Einzige, was halt wirklich sehr stark auffällig ist, sind die nicht runden Türme. Das ist, also jetzt nicht hier den, der ist gewollt viereckig, aber doch zumindest die scheinbaren Rundtürme, die sind ein bisschen suboptimal gelungen, aber naja, was soll's. Gut, dann bam, Junge, in your, ach nee, in den Nacken, in your neck, was hast du jetzt davon? Ja, das war hier übrigens, man wird's gleich sehen, eine Stelle, die empfand ich als relativ tricky und... Ich habe so das Gefühl, ich mache Spoiler vom Ableben noch Gebrauch. Ach nee, Quatsch. Das, guckt euch das an jetzt hier. Bam. Das ist so sinnlos. Da fehlen mir teilweise echt die Worte. Das ist halt das perfekte Beispiel dafür, wo halt die Schwächen in der Steuerung von Assassin's Creed 1 lagen. Aber naja, gut. Da hat man ja gerne mal drüber hinweggesehen. Okay, also ich fange einfach mal an. Was in der letzten Zeit auf Twitter los war, war schon ein bisschen geil, muss ich sagen. Also wir haben gefühlt innerhalb von 3 Wochen 600. 600? Wie viel sind es? Ich muss gerade eben mal gucken. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Aber doch zumindest schon eine ganze Menge Follower dazu bekommen. 629 haben wir jetzt, ungefähr 30 hatten wir vorher. Also 600 Follower sind dazugekommen in den letzten 3 bis 4 Wochen. Das ist enorm. Das kann man alles ziemlich überraschend in der Hülle und Fülle. Und in der letzten Zeit, dadurch, dass wir jetzt Twitter auch wesentlich mehr genutzt haben als Facebook, auch die Kommunikation mit einigen Fans, aber ja, ich nenne sie lieber mal Abonnenten. Fans wirken mir nach wie vor immer noch so ein bisschen weit her. Mit einigen Abonnenten gehabt und ich muss sagen, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Warum gehe ich das jetzt einfach mal achronologisch durch? Beziehungsweise doch schon chronologisch, aber halt in genau in die andere Richtung. Ich fange halt mit den neuesten Kommentaren an. Nicht wie im letzten Video, das ich mit den ältesten angefangen habe. Ich fange einfach mit den neuesten an und da haben wir Floatique. Also falls ich übrigens die einige Twitter-Namen falsch ausspreche, was höchstwahrscheinlich dann daran liegt, dass sie dann doch sehr speziell von der Schreibform her sind, das ignoriert er einfach mal. Der hat zumindest geschrieben, und das war erst heute. Moment, wo haben wir's? Du bist der beste YouTuber für mich. Hervorragend. Also wenn ich schon Kommentare vorlese, dann kann ich ja direkt damit anfangen. Ich glaube, generell hatten wir auf Twitter noch keine großartigen Negativkommentare. Ich überlege gerade. Nee. Ich denke, also zumindest gefühlte 99,9% der Kommentare waren schon pure Liebe, um es mal so auszudrücken. Ja, also wie gesagt, über sowas freue ich mich natürlich wahnsinnig. Ich leite diesen Tweet, dass ich der beste YouTuber für ihn bin, auch direkt erstmal an Gronkh, Sahrazar, Dagibi und natürlich Sami Slimani. direkt mal weiter. Also, wenn es noch ein paar mehr schreiben, mache ich vielleicht auch mal so ein Haul-Video. Ja, dann gehe ich halt mal anstatt halt im Drogeriemarkt,
wie so viele immer machen, gehe ich halt dann halt mal im Mediamarkt shoppen. Obwohl. Nee. Vielleicht doch ein bisschen teuer. Okay, vielleicht fange ich ja doch erst mit dem DM-Markt an. Aber ich weiß gar nicht, ob es da für richtige Männer was gibt. Drogeriemarkt. Oder ein Horrorvideo, also so ein Einkaufsvideo im Baumarkt. Das wär's doch. Aber da kommst du auch nicht mit einer kleinen Tüte raus. Der Aufwand ist natürlich dann auch dann schon relativ groß und es wird, glaube ich, dann ähnlich teuer, wie es dann wahrscheinlich auch im Mediamarkt der Fall sein. Na gut, ich lasse mir mal was. Vielleicht mache ich auch einfach wie Sami Slimani einen Film, wo ich zeige, wie ich Mitesser entferne. Das wird dann höchstwahrscheinlich mit Kernseife und einem braunen Schwamm sein. Anstatt halt einer Gesichtslotion, Augencreme und hast du nicht gesehen? Was war eigentlich der Ausgangspunkt? Ach ja, dass ich ja der beste YouTuber für ihn bin. Sehr gut. Okay, also an der Stelle schon mal liebe Grüße an Flo-Teak. Ja, weiß schon, wer das ist. So, dann geht's weiter. Wir haben... Dena hat ein Video von mir retweetet. Wieso habe ich das Gefühl... Endlich entwickelt sich die Lage zu unseren Gunsten und nicht von ungefähr. Nun, die Bibel sagt schließlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das stimmt nicht. Das stammt aus Aesops Fabel. Die Bibel sagt in der Tat meist das Gegenteil. Vieles dreht sich darum, Geduld zu haben und abzuwarten, bis der Herr sich entscheidet, ob er zu helfen wünscht. Egal, ich sage, wir haben lange genug gewartet. Dem werde ich nicht widersprechen. Also gut, ich bin weg. Dann wird es Zeit für einen charmanten Taschendiebstahl. Und wie ich auch, glaube ich, hier schon geahnt habe, er kommt natürlich sofort in unsere Richtung. Und hier besonders interessant an der Stelle finde ich ja das Verhalten desjenigen, der bestohlen wird. Ein paar Sachen, die ihm nicht auffallen. Nur eine lebende Person um ihn drum herum. Also ich. Und einige tote Templer im Innenhof, die er spätestens jetzt sehen müsste. Er wird jetzt an der Stelle beklaut, ihm fällt es auch instant danach auf und er weiß nicht, von wem er beklaut wurde, obwohl ich eindeutig noch im Blickfeld war. Ich liebe KI. Da muss man sich fragen, ob das Wort künstliche Intelligenz tatsächlich der richtige Begriff dafür ist. Also in dem Fall wäre künstliche, kognitive... Ach, nennen wir es einfach Dummheit. Warum drum herum reden? Künstliche Dummheit. Ja. Na gut. Ja, also im Spiel habe ich jetzt wieder zu tun, das heißt, ich kann mich jetzt wieder auf die Twitter-Sachen konzentrieren. Da wurde dann wieder jede Menge geliked und favorisiert, was ich übrigens hammergut finde. Dafür bin ich jedes Mal dankbar. Ich werd zwar ich will nicht versprechen, dass ich es nie mache. Dafür kenne ich mich selbst vielleicht nicht gut genug. Aber ich hab jetzt in der letzten Zeit gesehen, es wird sehr viel getweetet, zum Beispiel von Ducky B und von Sami Slimani, die dann halt die ganze Zeit sagen, oh, retweet, retweet und like, mein neues Video ist draußen. Guck mal, durch Produktplatzierung gewinne ich wieder Millionen an Geld und 13-jährige Fans. Das mache ich natürlich nicht. Also ich werd die Leute nicht auffordern, also zumindest nicht in dieser Regelmäßigkeit, sein. Ich finde was richtig, richtig gut. Aber das wird, weiß Gott, nicht jedes Video sein, was ich als Ausnahme an Qualität betrachte. Daher, herzlichen Dank. Also ich weiß es durchaus zu schätzen, dass da retweetet wird, dass da favorisiert wird. Das macht mich schon ein bisschen stolz. So, was haben wir hier noch?
Annika Müller. Lob meine Videos. Dann lobe ich Annika Müller für besondere Hilfsbereitschaft und einen Charmbonus 3.0. Also da auch liebe Grüße zurück an Annika Müller. Verdammt, jetzt habe ich mich verdrückt. Ach, diese Kletterei. Ich erinnere mich auch wieder an das Objekt. Kommst du wieder nicht hoch? Selbst da, wo es offensichtlich sein müsste. Oh, na gut, ich will mich nicht so viel beschweren. Wo haben wir hier noch Kommentare, wo ich erwähnt wurde? Popam. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Hier schreibt Neko, also @anig, wie recht du hast. Leider weiß ich überhaupt nicht, auf was das bezogen ist. Muss ich mal ganz kurz gucken. Das Wochenende ist so eine Bitch, jede Woche machst du mich geil. Und wenn es anfängt Spaß zu machen, haust du einfach ab. Achso, ja genau, da habe ich mich über den Bitch-Move beschwert, den das Wochenende jedes Mal mit mir macht. Übrigens, morgen ist schon wieder Wochenende. Ich muss jetzt schon anfangen, geil zu werden aufs Wochenende, damit ich das wenigstens ein bisschen genießen kann. Weil sonst ist es wieder so schnell rum. Was haben wir hier noch? Hier schreibt Tom Engelhardt alias Kräsus 1. Nur ein kleiner Tipp, leg doch mal Musik hinter deine Let's Plays, vor allem Minecraft. Das würde das Ganze ein bisschen besser gestalten. Das kann man jetzt so sehen. Das Problem ist aber, dass ich derzeit keine Playlist zur Verfügung habe, die aus GEMA-freier Musik besteht. Und dann wiederum habe ich auch das Problem, dass selbst wenn ich Musik benutze, die GEMA-frei ist, kann ich die nicht für mich monetarisieren. Dann ist das natürlich eine Einbindung von einem Künstler, dem dies wiederum zusteht. Also die Einnahmen, die dann zum Beispiel durch diese Videos generiert werden, aus dem Grund, nee, muss ich leider enttäuschen. Wird erstmal so nichts. Also ich werde dort keine Musik im Hintergrund spielen, weil wie gesagt, ich bin YouTube-Partner und da wird schon drauf geachtet, dass man dort die Urheberrechte vertritt und achtet. Und das macht dann halt dann so eine Geschichte, dass man halt einfach frei den Let's Play-Videos hinterlegt mit Musik, dann doch einen Riegel vorgeschoben. Da müssen wir jetzt durch. Aber ich muss aber auch dazu sagen, ich persönlich bin kein großer Fan davon, Minecraft mit Musik zu spielen. Warum? Ich erachte Minecraft selbst als Survival-Spiel und da ist Atmosphäre für mich ein ganz wichtiges Thema. Und da kann ich zum Beispiel, ich bin gestalterisch und BÄM! Ich bin gestalterisch nicht besonders, wie soll man sagen, talentiert, was Soundtrack-Auswahl betrifft. Und du ziehst gerade den Ton ein bisschen nach, sehe ich gerade. Das müsste ich vielleicht noch klären. So, da kommt übrigens noch ein Tempelritter. Das ist übrigens mal nett, dass die sich die Mühe machen, auf mich zuzukommen. Der klettert mir sogar. Ist er mir vielleicht extra hinterher geklettert? Ach nee, ich glaube, der kam da oben aus der Ruine. Der ist ja auch wurscht. Ja, also wie gesagt, ich halte Minecraft für ein Survival-Spiel. Und da mal auf Ton zu verzichten, also auf Musikton, ist vielleicht gar nicht so die schlechteste, schlechteste Alternative, das Spiel zu gestalten. Ich weiß, dass es in Minecraft Ingame-Musik gibt. Ich habe so das Gefühl, die habe ich aber in der letzten Zeit ausgemacht. Die könnte ich natürlich anmachen. Also für die liegen uns ja dann Rechte vor, die auch mit monetarisieren zu dürfen. Das schaue ich mir dann aber bei der nächsten Aufnahme an. Das haben wir jetzt am Samstag. Die nächste Aufnahmesession und dann werde ich das einfach so machen. Dann werde ich dann mal gucken, dass ich da die Musik von Minecraft zumindest ein bisschen lauter drehe, aber eine eigene Playlist und so weiter. Mit GEMA-pflichtiger Musik oder Alternativkünstlern. Das wird es bis auf Weiteres nicht geben. Also da müsste es mir herzlich egal sein, dass ich mit den Videos dann kein Geld verdiene. Und wenn ich hier von Geld verdienen rede, rede ich hier von exakt 0,01 Cent momentan. Das, was du halt hast bei 10 Zuschauern. ja. Red mal am besten nicht drüber. Eigentlich ist es so wenig, dass du es eigentlich schon wieder machen könntest. Aber ich denke ja auch an später. So, so viel dazu. Also, liebe Grüße an Kräsus 1 dann halt zurück. Kräsus, was auch immer. Paul Haag schrieb, also alias Haag_Paulus,
schrieb, du bist cool. Ich habe jetzt mal kurz nichts gesagt, damit man es wirken lassen kann. Dem gibt es nichts hinzuzufügen und das ist auch exakt der Kommentar, den ich da unten drunter geschrieben habe. So, Marlon TV schrieb, Adgame Critics, Deutscher. Hä? Was? Deutscher? Also, das ist jetzt auch nicht als Frage formuliert, da steht wirklich nur Deutscher. Also, falls das eine Frage ist, ja, ich bin Deutscher. Das ist mein Sprung. Und wird dabei die Fische. Du bist tot, wenn du dich nicht. So, was haben wir da noch? Gaming-Küche schrieb. Ich muss mal meine Auflösung in Assassin's Creed Let's Play hochschrauben. Irgendwie macht YouTube meine Witz so verschwommen. Was kann Gutes dabei dann, herauskommen, tu das, Gaming-Küche. Küche. Aber Wilhelm weiß es. Wenn ihr nur zuhören würdet. Es ist schon, spät. Und was schon wieder spät, wo ich hier nachsynchronisiere. Du bist der Minecraft-Pro. Hättest du Lust mal auf ein Minecraft-Projekt? Ja, das werde ich jetzt in der letzten Zeit öfters gefragt, ob ich nicht abschlachten, nur ob der Launen und Anwandlungen eines das kann man jetzt übrigens total ignorieren, was der da erzählt. Vertrauen, deren Gesinnung eisern ist. Ach komm, wir lassen es laufen. Wie Wilhelm von Montferrat. Ja, dann wird er jetzt erstmal verfolgt und dann verhauen. Man kennt das ja. Also ich werde das öfter mal gefragt nach Community-Events mittlerweile bei Minecraft. Aber da muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir... Da fehlt mir momentan noch so die Basis, auf der das wirklich Sinn machen würde. Also ich wurde jetzt eingeladen und whitelistet von... Ach Gott, mir ist ein bisschen unangenehm. Von Gaming-Schmiede. Da bin ich jetzt mit auf dem Server vertreten. Werde jetzt am Samstag übrigens auch mal anfangen. Mit einer Aufnahme auf dem Server. Also ich hoffe, das ist für Kollegen von der Gaming-Schmiede in Ordnung. Den Link versuche ich eventuell in die Beschreibung zu packen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Sollte ich es vergessen, der YouTube-Kanal ist halt Gaming-Schmiede. Ja, also empfehle ich halt mal drauf zu gucken. Ist ein ganz netter Bursche. So. Und jeder, der mir sagen kann, bei welcher Firma er arbeitet, ich würde es gerne mal wissen. Er hat mir mal was angedeutet, ich hätte es gerne Näheres. Bam, Junge. In your face. In your face. Auch etwas, was mich tierisch angekotzt hat in dem Spiel, ist, dass du zwar immer kontern kannst, außer du boxst. Und warum sollte das Kontern im Boxen aufwendiger sein, als das... Nehmt es und verschwindet. Ich bin nicht auf Gold aus, nur auf eine Auskunft. Ich weiß nicht. Ihr kennt Wilhelm. Sagt mir, wo ich ihn sprechen kann. Das ist unmöglich. Er trifft sich mit dem König. Und wann wird er aufbrechen? Heute, aber das hilft euch nicht. Es wird wieder Streit geben und Wilhelm wird seinen Soldaten wieder widerlegen. So ist es immer. Richard schreit Wilhelm an, Wilhelm schreit seine Männer an. Er wird euch nicht empfangen. Ich sagte, dass ich mit ihm sprechen will. Nicht, dass er mich empfangen soll. Dann sind wir also fertig. Nicht ganz, fürchte ich. Etwas brauche ich noch von euch. Was denn? Euer Leben. Schande über Saladin! Schande über sein ganzes Volk! Lass mich gehen, ich habe nichts getan! Bewegung! Ich sage, Alter, ihr seid schon ein ganz schöner Drecksack. Aber na gut. Bewegung! Na gut. Aber dafür rettet er jetzt wenigstens Bürger. Zumindest hoffe ich, dass ich das jetzt gemacht habe. Habe ich mich dazu entschieden? Weiß er schon gar nicht mehr. Und? Na? Ja, okay, ich habe mich dazu entschieden, die Frau zu retten. Ob das jetzt geklappt hat, weiß ich nicht. Ist auch egal, ich mache jetzt wieder weiter. Also wie gesagt, ich werde auf so Community-Servern werde ich mich befinden. Ich wurde jetzt auch schon mal eingeladen auf einen Lebensserver. Aber dazu fehlt einfach die Zeit, weil das sind dann viel zu viele Parallelprojekte für ein Spiel. Also das hätte ich gern schon hintereinander gemacht, wenn das möglich gewesen wäre. Also das ist, da werde ich sicherlich
Auf solche Angebote wie Lebenshilfe und so weiter werde ich zurückkommen, aber immer unter der Voraussetzung, dass ich das andere Projekt hinsichtlich Minecraft zum Beispiel, also was ich jetzt zum Beispiel habe, dieses reine Survival-Spiel, wo ich bis zu dem Enderdrachen vordringen will, einfach schon erledigt habe. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid.